Ja, heute geht es mal um die Alec Bradley Nikapuro. Wir wollen mal wissen, ob denn da der Name Programm ist. Nikapuro könnte ja für irgendwas stehen. Zum Glück haben wir da den Importeur für Deutschland hier bei uns, den wir jetzt gleich mal darauf festnageln werden. Nikapuro, ja, immer eine Marke oder Linie, die für uns ein bisschen irritierend war. Nestor Plasencia steckt irgendwie mit drin, heißt aber eigentlich Alec Bradley. Für was steht eigentlich Nikapuro? Da gebe ich das Wort einfach weiter an Herrn Thorsten Wolferts von der Wolferts GmbH. Der importiert die Zigarren und kann uns da bestimmt mal, ja, kann ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Nikapuro, Name ist Programm. Es ist ein Puro. Und Nestor Plasencia produziert sie für Alec Bradley. Und diese Zigarre sollte, so war die Idee, eine Hommage sein an Esteli, Nicaragua. Und wichtig war ganz einfach, dass man gesagt hat, lass uns Nicaragua tabaken, weil es dort so viele verschiedene Tabake gibt, Condega, Jalapa, verschiedene Anbaugebiete, dass man wirklich perfekte, komplexe Puros machen kann. Und Nicaragua hat in den letzten Jahren bewiesen, welches Potenzial sie hat. Nicaragua wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren das Land sein, was die meisten Zigarren produzieren wird, und daher hat es, glaube ich, auch verdient, dass es mal einen eigenen Puro kriegt von Alec Bradley. Also für mich hat Nicaragua Kuba eigentlich schon lange überholt, darum vielleicht nicht immer so sagen, aber wir haben jetzt ein Anbaugebiet oder eine Stadt eigentlich, glaube ich, noch nicht erwähnt, Esteli, Condega Valley, Jalapa. Esteli, das sind letztendlich die ganzen Manufakturen. Wie kann man sich das dort vorstellen? Thorsten, du warst ja mal dort in Esteli. Wie kann man sich dieses, ist es ein Dorf, ist es eine Stadt, ist es mittlerweile schon eine Großstadt? Wie kann man sich das? Großstadt nicht, aber Esteli wächst von Jahr zu Jahr. Esteli liegt auf einer Hochebene. Das heißt, wir haben hier wirklich Sangron-Tabake, die extrem würzig sind, die viel, viel Volumen haben, die wirklich Kraft mitbringen. Und Jalapa zum Beispiel liegt ein bisschen in den Bergen drin, das heißt, die Blätter werden auch ein bisschen größer. Der Seco-Anteil der Tabake ist wesentlich größer in dem Moment, das heißt, und deshalb Esteli steht eigentlich, der Tabak aus Esteli steht eigentlich immer für Kraft und Würze. Und weil die ja auch super ausgewogen sind, ich habe mal eine geraucht, die war extrem gut ausbalanciert von den Aromen. Komplex, vielfältig und trotzdem, also auf jeden Fall auch sehr, sehr fein, trotz der Kraft. Ja. Richtig, Kraft ist kann manchmal ein Killer sein. Wenn die Kraft wirklich zu stark ist, wenn sie zu stark nach vorne geht, kann sie im Grunde genommen alle Aromen killen. Mhm. Und Kraft sollte immer unterstützen. Und das Ziel von Alec Bradley ist halt, Zigarren zu kreieren, Zigarren zu blenden, die balanciert sind, die in sich stimmig sind. Ob sie den Geschmack des Kundentreffen ist eine ganz andere Sache. Wichtig ist für uns, dass der Blend in sich stimmig ist, und bei Nicapuro, finde ich, ist es absolut gelungen. Ja. Das können wir eigentlich von Starke Zigarren nur bestätigen. Uns hat die Zigarre auch sehr gut gefallen. Ja, und deswegen sage ich an der Stelle vielen Dank, Thorsten. Raucht sie. Ja, Nicapuro, Name ist Programm, ne? Das haben wir gelernt. Sehr schön, vielen Dank.